quasi hier zeigen, wie meine Fotobox Nummer 1 aufgebaut wird. Die Box an sich wird einfach nur auf ein Stativ gesetzt, welches ihr mitbekommt, wenn ihr die Box holt. Als nächstes schließt ihr den Stromanschluss an, das habe ich jetzt schon getan, um ein bisschen vorbereitet zu sein. Als nächstes die Fotobox einschalten, in dem Fall ein Windows-Tablet, das startet und die Software für die Fotobox startet dann auch automatisch. Als nächstes nehmt ihr den Blitz, der wird aufgeschoben auf den Blitzschuh, hier durch die Blitzverlängerung. Dann den Riegel nach rechts schieben, den kleinen Bibus müsst ihr drücken, um den Riegel später beim Abbau wieder zu entriegeln. Bitte brecht das nicht ab, das geht manchmal ein bisschen schwer, aber funktioniert. So, die rote Lampe leuchtet, das ist ein Zeichen dafür, dass die Batterien voll sind, dass der Blitz bereit, ist und dass es quasi losgehen kann. So, ja, je länger die Lampe braucht zum Leuchten, desto leerer sind die Batterien. Als nächstes könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie richte ich jetzt das Foto auf meine Rückwand aus. Ganz einfach, ihr zieht das USB-Kabel ab, könnt mit der rechten Hand einfach ein Foto machen und seht das Foto angezeigt. Hier vorne ist quasi ein Objektiv, da könnt ihr dran drehen, da macht ihr auch nichts kaputt, das ist nicht schlimm. Nach links drehen ist ranzoomen, nach rechts drehen ist rauszoomen. Ich brauche in meinem Fall jetzt nichts machen, das ist optimal. Und nicht vergessen, USB-Kabel bitte wieder anstecken, sonst funktioniert das Ganze nicht. Als nächstes kommt der Drucker, der braucht den Stromanschluss, der hier bereit liegt. Und USB. Ah, so, jetzt, gut. Als nächstes einschalten nicht vergessen. Gut. Im nächsten Schritt kommt die Papierkassette. Die Papierkassette fasst bis zu 18 Bilder. Bitte nicht mehr reinmachen, sonst kann es passieren, dass der Drucker verstopft. Also alle 18 Bilder muss Papier nachgefüllt werden. Aller 36 Bilder muss die Farbrolle nachgefüllt werden. Das Ganze ist ein Thermodrucker, das bedeutet, es ist keine Tinte, sondern eine Folie, die quasi durch Aufbringen von Wärme sich mit dem Fotopapier verschmilzt. Ähnlich wie es man bei Rossmann kennt oder aus dem Fotostudio. Das ist dasselbe System, nur ein bisschen preiswerter, damit das Ganze auch handelbar bleibt. Das ist euer Nachfüllmaterial. Ihr bekommt quasi drei so eine Farbrollen und dementsprechend dasselbe auch an Papier. Hier kann jetzt zugemacht werden, da braucht man nichts mehr dran machen. Auf der Vorderseite seht ihr, inzwischen ist die Software gestartet und es zeigt euch eine Diashow an. Ihr habt hier die Möglichkeit auf Fotoalben alle bereits gemachten Bilder euch anzugucken. Habt dann die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, könnt die Bilder auch drucken und könnt die Auswahl bis zu 4 wählen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Gruppenfotos habt und das Bild halt mehrmals gedruckt werden soll, dann ist das kein Problem. So, wieder zurück zur Auswahl vom Startmenü. Und hier können wir jetzt ganz einfach auf Starten drücken. Dann dauert es 3, 4 Sekunden, bis das Bild gemacht wird. In der Zeit könnt ihr euch positionieren, euch verkleiden oder sonstiges machen. So. Das bin dann quasi ich. Und jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, das Bild zu drucken, was wir einfach mal machen. Daten werden in den Drucker gesendet. Dann kann man hier den Drucker mal hochklappen. Ihr seht, der Drucker. Oh, hier. Genau, also egal was passiert, der Drucker zeigt auf jeden Fall eine Fehlermeldung. Moment, ich muss mal ganz kurz. So, Papierkassette falsch eingesetzt. Jetzt ist es richtig eingerastet.
und es kann losgehen. Ihr seht, der Drucker holt sich das Papier von links, zieht es nach rechts durch. Das Ganze macht er viermal, einmal weiß, blau, rot und eine Klarfolie, damit ihr das Ganze dann hinterher auch anfassen könnt, das Ganze UV-beständig ist und so weiter. So, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer vielleicht zum Drucker nochmal. Ihr seht, da ist ein weißer Rand. Den weißen Rand kann man ganz einfach abknicken. Auf der Seite rechts habe ich es schon getan, links noch nicht. Das geht mit einer Hand schlecht, habe ich vorhin schon mal probiert. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Und ansonsten bis bald.